Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Unboxing-Video. Mal etwas anders heute. Bevor es zum Unboxing-Video kommt, möchte ich euch gerne meine Meinung zum Film mitteilen bzw. eine kleine persönliche Inhaltsangabe zum Film zum Besten geben. Es geht hier heute aber nicht um diesen Film. Es geht nicht um The Fan mit Robert De Niro und Wesley Snipes. Nein, es geht um den hier, Der Fan mit Desiree Nosbusch aus dem Jahr 1982. Um den es so ein paar kleine Skandale dann gab, wenn man es so sehen möchte. Desiree Nosbusch hatte damals noch erfolglos geklagt und wollte den Film verhindern, dass er so in dieser Fassung in die Kinos kommt. Angeblich wurde vereinbart, dass die ganzen Nacktszenen etc. pp. Rausgeschnitten werden sollten. Es wurde dann aber scheinbar bewiesen, dass das alles nicht so war und dass Desiree Nosbusch ja, voll und ganz wusste, wie der Film veröffentlicht werden sollte. Denn Desiree Nosbusch war schon im Kindesalter so eine sogenannte Kindermoderatorin. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Films müsste sie irgendwas auf ZDF moderiert haben. Und später hat sie dann auch Kinderruckzuck unter anderem auf Tele 5 moderiert. Und aus den zwei Gesichtspunkten war das natürlich so ein kleiner Skandal, dass sie hier in einem Film mitspielt, in dem sie in mehreren Nacktszenen zu sehen war und unter anderem eine Leiche zerstückelt und verspeist. So, kommen wir jetzt mal zum Film selbst. Ich wollte eigentlich erst ein kleines Review machen, dann habe ich aber gemerkt, hey, du erzählst gerade den ganzen Film. Also auf jeden Fall hier eine Spoilerwarnung. Wer nichts über den Film wissen will, soll jetzt einfach mal vorspulen. Ansonsten würde ich sagen, gut, der Film gibt es jetzt schon fast 40 Jahre. Kann man eigentlich auch erzählen, was da passiert und wie der Film ausgeht. Im Grunde genommen bin ich ein bisschen enttäuscht worden von dem Film, weil ich mir einfach mehr Psycho vorgestellt habe und mehr Gewalt auf der einen Seite. Allerdings war ich überrascht, wie wenig Gewalt man von dieser ach so schlimmen Szene am Ende sieht. Da habe ich mir in meinem Köpfchen weitaus schlimmere Bilder vorgestellt. Dementsprechend bleibt eher ein bisschen Enttäuschung, weil der Film letztendlich doch nicht so psychomäßig ist, wie ich ihn mir vorgestellt und erhofft habe. Wir sehen hier Desiree Nosbusch als, ja, der Film weiß es selber nicht, da gibt es ein 16-, 17-jähriges Mädchen, also es gibt da auch keine genaue Angabe, als krankhaften Fan, wie es der Mediabook-Titel auch schon sagt, eines Musikstars namens R, der übrigens wohl wirklich ein Teil einer Gruppe namens Rheingold gewesen sein sollte, und sie vergöttert diesen Musiker, sie ist krankhaft, sie ist krank vor Liebe. Sie hat Bücher, Tagebücher, wo sie Sachen reinschreibt, sie hat das ganze Zimmer voll, sie träumt von ihm, sie vernachlässigt absolut die Schule, sie schwänzt die Schule, sie schreibt keine Tests, sie schreibt Liebesbriefe, Fanbriefe, wie auch immer man es mag, an diesen R und wartet dann auf Antwort, die nie kommt. Man sieht dann auch sehen, wie sie Briefträger angreift, jeden Tag den Briefträger abfängt, ihn wie gesagt irgendwann körperlich angeht, weil er nie einen Antwortbrief hat. Irgendwann geht sie zur Poststation jeden Tag von morgens bis abends, bis sie da rausgeschmissen wird. Es kommt einfach keine Antwort. Man sieht dann auch in der Zwischenszene irgendwann ihren Brief so zu R wandern, aber er ist dann einer von Hunderttausenden, wo ein säckenweise Fanpost ankommt und man wird schon mit der Nase draufgestoßen, der Brief wird niemals ankommen. Also entschließt sich irgendwann R persönlich zu treffen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Ich weiß nicht, ob sie nach Berlin fährt zum Filmstudio oder nach München ins Filmstudio. Unterwegs entgeht sie dann noch knapp zum Vergewaltigungsversuch und ich überspringe mal ein paar Sachen. Irgendwann trifft sie R. Ihr Traum wird wahr. Er ist so ein, wie nennt man das? Wie nennt man das eigentlich bei so einem Star? Er ist ein Star, er schleppt gerne die jungen Damen ab, sagen wir es mal so. Ne? Und sie lässt sich auch von ihm abschleppen, aber in ihrem Wahn glaubt sie natürlich, sie hat ihn endlich für sich. Sie verbringen also eine Nacht zusammen und er verkündet ihr, dass er jetzt erstmal einen Abgang in Urlaub macht und das alleine ohne sie, und das kann sie überhaupt nicht akzeptieren. Brät ihm eins über mit einer Startuhr, er ist tot, sie zerstückelt ihn, was ich halt nicht ganz verstehe. Also sie verstückelt ihn, verstaut die Teile in der Tiefkühltruhe. Und dann gibt es ein, zwei Szenen, wo man dann wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass sie diese Teile dann verspeist, also das Fleisch, Menschenfleisch verspeist und die Knochen dann mit einer Art Mühle zu Knochenstaub, Knochenmark, Mehl, was weiß ich, wie man das nennt,
verpulvert, das streut sie dann in der Welt, in die Welt hinaus, macht sich eine Klatze, geht heim. Man sieht dann nur noch im Fernsehen, ja, schau, Superstar R ist verschwunden. Und in der Endsequenz wird dann unter anderem in den Raum gestellt, dass sie scheinbar schwanger ist von ihm. Müsste dann wahrscheinlich aber ein kleiner Zeitsprung drin sein. Und es klingelt dann an der Tür und es wird dann sozusagen offen gelassen, wer da an der Tür klingelt. Ja. Also letztendlich, was mich an dem Film gestört hat, war, man hat zwar gesehen, wie krankhaft Desiree Nosbusch diesen Fan verkörpert. Es ist jetzt aber nicht so, wie zum Beispiel bei dem Fan hier, dass so ein Psychodruck auf diesen R ausgeübt wird, sage ich mal. Ne? Es ist also wirklich aus der Sicht eines Fans, eines Groupies, der einen Schauspieler, einen Star anhimmelt, in ihn verliebt ist, ihn liebt, krankhaft ihn liebt und einfach keine Antwort bekommt. Also aus dieser Sicht ist das. Der Film ist ungefähr, eigentlich gibt es nur zwei Songs gefühlt in dem Film. Einer davon, den hört man fast immer in dem Film. Einen anderen kannte ich, da komme ich jetzt aber nicht auf den Titel drauf. Und letztendlich, ich weiß nicht, das Ende kam mir dann ein bisschen zu krass vor. Jetzt nicht von den Szenen, was man gesehen hat, was gezeigt wurde, sondern, ja, das, weiß nicht. Ich weiß nicht. 90% des Films hast du da einen Fan, der den Star anhimmelt, alles für ihn machen würde und dann die letzten 10%, ja, er will nicht mit mir zusammen sein, ich bringe ihn um, ich verspeise ihn, dann auch noch mit 16, 17 so gewieft zu sein, die Knochen zu malen und den Staub zu verstreuen, dass es überhaupt keine Anzeichen mehr gibt, was passiert ist. Ja, ist ein bisschen fragwürdig. Dann auch noch die Haare abzurasieren und dann eventuell im Raum stehend noch schwanger zu sein, ist dann ein bisschen too much für die letzten Minuten, meiner Meinung nach. Und ich würde mal behaupten, für die meisten Menschen ist dieser Film einfach nur langweilig. Auch ich musste mit kämpfen, mit dieser Langatmigkeit des Films. Wie gesagt, ich bin mit anderen Erwartungen rangegangen, aus heutiger Sicht. Aber wie gesagt, der Film hat fast 40 Jahre auf dem Buckel. Falls entsprechende Altersgruppen dieses Video jetzt hier sehen sollten, könnt ihr ja mal schreiben, wie der Film damals eingeschlagen ist, wenn man das noch weiß. Der Film hat mich weder begeistert noch richtig enttäuscht. Aber es ist jetzt halt auch kein Film, den ich jetzt unbedingt nochmal demnächst sichten müsste, um irgendwelche offenen Fragen zu klären oder weil er mir einfach so gut gefallen hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal das Mediabook genauer an und dann könnt ihr natürlich noch in die Kommentare schreiben, was immer ihr wollt. Ja, dann schauen wir uns das Mediabook zu Der Fan mal etwas genauer an. Ich habe mich, wie gesagt, für diese Cover-Variante hier entschieden. Es gab ein paar zur Auswahl, fragt mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele es da gab. Wir haben hier oben den reißerischen Titel, ganz groß, der Fan oben, noch fast größer, Desiree Nosbusch. Unten drunter die Schlagzeile, sie ist erst 17 und sie liebt einen Star. Sie liebt ihn über den Tod hinaus und ihre Liebe ist stärker als sein Verrat. Naja, man muss ja die Filme irgendwie an den Mann bringen. Es kann sein, dass ich irgendwo einen Finger drüber halten muss bei irgendwelchen Bildchen, aber es wird schon gehen. Hier hinten zumindest sieht man nicht viel, außer ich halte hier oben mal was drüber. Wir haben hier die Nummer 013 von 125 bei meinem Exemplar. Also das Ganze ist auf 125 Exemplare limitiert. Special Features sehen wir hier aufgelistet, ebenso, dass ein Bonusfilm enthalten ist. Der Film geht 93 Minuten, ist freigegeben ab 18 Jahren. Und hier seht ihr nochmal die Inhaltsangabe. Im Inneren haben wir den Film. Das hier ist ein Mann, es ist keine Frau, man sieht hier nichts. Und hier Brain Smasher. Kennt ihr Brain Smasher, den Film? Wenn ja, haut es mal in die Kommentare. Ich kenne ihn überhaupt 0,0, aber die Dame hier kommt mir bekannt vor. Vom Optischen, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt hier auch ein durchgängiges Bild, wenn man das so sieht. Das hier, das gab es auch als Cover-Variante im Mediabook. So, lass mich mal ein bisschen gucken. Und wir haben ein Booklet über ein paar Seiten mit Text, Soundtrack. Jetzt haben wir hier so, hier mal was drüber halten. Und das sind nur Puppen hier oben, keine Angst. So. Da sieht man auch nichts.
Da halte ich mal einen Finger drüber. Oh, hier sieht man auch nichts. Und dann sind wir durch. Das war also das Mediabook zu der Fan. Es ist jetzt natürlich kein Mediabook Highlight. Allerdings, wie gesagt, für unter 20 Euro kann man da jetzt nicht meckern, wenn man auf den Film steht, auf solche Art von Film steht oder einfach die Filme aus dieser Zeit sammelt. Dementsprechend, ja, bin ich nicht unzufrieden. Allerdings hätte ich vom Film, wie gesagt, auch mehr erwartet. Aber das kann man ja vorher nie wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut.